Hallo und willkommen beim Whisky Nerd. Und wir sind nun bei der ersten Whisky-Verkostung des Jahres 2020. Und wir beginnen gleich mal mit einem Österreicher. Und wir sind hier bei Old Raven und der Black Edition. Und zwar bei der Smoky Black Edition. 10 Jahre alt. Abgefüllt mit 45%. Sherryfass, was will man mehr? Und wir befinden uns hier wieder an der Burgenländer steirischen Grenze in Lafnitz. Und wir haben das hier gleich, hier haben wir in der Nähe Pinkerfeld, Hartberg, halt Lafnitz. Und wie ihr seht, da muss ich mich ranhalten. Der ist so gut, der wäre fast weg gewesen. Also muss man sich ranhalten. So, da. Mal einschenken. Ich bin hier gerade nicht so gut aufgestellt, wie ich es sehe. Also lösen wir einfach so. Haha, zählt mich das an. So geht's auch. Schöne Farbe. Und ein leichter Rauch steht ja schon in der Luft. Nehmen wir es gleich an. Ein feiner Rauch. Angenehm. Dahinter Trockenfrüchte. Sherry natürlich. Vanille. Ganz ein feiner, angenehmer Rauch. Oh, angenehm. Sehr harmonisch, 10 Jahre, das kommt schon wirklich sehr gut, ein harmonischer. Das Malz kommt ja aus Schottland, der Whisky ist dreifach destilliert bei Old Raven. Und das ist wirklich sehr schön. Hinterher noch etwas Nüsse. Der lädt nur zum Probieren ein. Und auch im Geschmack hält da, was man riecht. Schöner Rauch, eine schöne Süße, Vanille, leichte Malzigkeit. Vielleicht sogar etwas Milchkaffee. Oh, der ist sehr gut in Abgang. Mittellanger Abgang. Oh, der macht. Also ich beginne hier gleich mit einem sehr guten Österreicher in diesem Jahr. Der legt schon mal die Latte sehr hoch für die anderen Österreicher. Was ganz, ganz Feines. Wieder von Old Raven. Aber dann wirklich sehr gute Whiskys. Und da werden noch viele kommen. Flasche schon etwas länger offen, aber der Rauch ist wirklich so angenehm. Der ist wirklich sehr gut. Rauch, leichte Eichennoten kommen. Hinterher jetzt doch noch der Sherry kommt, diese Süße. Mittellanger Abgang. Also wieder aus Österreich einmal ein Top-Whisky. Und den gebe ich eine Plus 2. Bleibt da bitte stehen. Das hat er sich wirklich verdient. Wie ihr seht, da musste ich wirklich eine Notbremse machen bei den Freunden, dass ich euch noch was zeigen kann von dieser Flasche. Denn das ist ja wirklich ein Top-Produkt aus Österreich. Der Old Raven Black Edition Smoky. Sehr gut.
der ist leider dann aus. Das ist wirklich schade. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky Nerd. Ciao.